Die DHV-News vom 1. Oktober 2021. Hat Deutschland die Legalisierung gewählt? Luxemburg gibt Legalisierung auf. Herzlich willkommen bei dieser Ausgabe der DHV-News, die erste nach der Bundestagswahl 2021. Und jetzt im Moment, zumindest vorübergehend zwischendurch, haben jetzt auch Handfreunde endlich wieder was zu lachen, Spaß in den Backen und was zum Gespanntsein, ja, wie Kinderüberraschung. Aber wohin das führt, werden wir noch sehen. Ja, wir haben ja jede Menge Kommentare gesehen, von wegen der DHV muss jetzt endlich dringend mal ein Statement abgeben zur Bundestagswahl und hoffentlich bleibt ihr am Ball, kam auch öfter, ja, jetzt nicht aufgeben und so, ihr müsst jetzt dranbleiben. Ja, nee, nach 20 Jahren Engagement und Arbeit, um überhaupt an die Stelle jetzt zu kommen, wo wir jetzt sind, wo endlich eine Fortschrittskoalition möglicherweise die Legalisierung beschließt, werden wir die Hände in den Schoß legen und uns um ganz andere Themen jetzt mal kümmern. Ja, wir lösen den Verband auf und kümmern uns um Bananenschädlinge oder so. Natürlich nicht. Ja, klar bleiben wir am Ball. Was denkt ihr denn? Ja, logisch. Jetzt erst recht sozusagen und jetzt ist es spannend und so. Wir können natürlich nur nicht alles an die große Glocke hängen, was jetzt vielleicht auch an Gesprächen läuft und so weiter. Seht ihr auch bei den Koalitionsverhandlungen, wie wichtig da eben auch Vertraulichkeit ist und so. Und ich gehe aber davon aus, dass wir gegebenenfalls da dann auch zunehmend mit zu tun haben mit der ganzen Geschichte, je weiter das gedeiht mit der Legalisierung, weil wir eben auch Fachleute hier sind und ein paar Antworten haben auf viele Fragen. Aber so weit sind wir ja noch gar nicht. Jetzt wird ja erstmal sondiert und dann irgendwann in die großen Themen eingestiegen. Jetzt geht es ja erstmal darum, dass auch große Probleme ausgeräumt werden, ja, wo Parteien offensichtlich einen Dissens haben und erstmal geklärt wird, macht das überhaupt Sinn, jetzt in nähere Detailgespräche einzusteigen? Und da ist Cannabis nicht das große Problem. Jedenfalls nicht bei FDP und Grünen. Und auch die Medien sind schon wild am Spekulieren. Ja, ich habe jetzt nochmal Revue passieren lassen die Woche und 5, 6 Artikel gelesen oder gesehen, wo dann eine Überschrift wieder stand. Kommt jetzt die Legalisierung von Cannabis? Oder da sind schon Unternehmen ganz heiß drauf, stehen in Startlöchern, wollen investieren und so weiter und so fort. Ja, die Programme werden verglichen. Wer ist alles für Legalisierung? Also das Thema ist nach wie vor auf dem Tisch. Und man kann sicher sein, dass das auch Thema in den Koalitionsverhandlungen wird. Jedenfalls fast in jeder Konstellation. Und ja, ich habe schon gesagt, so nah waren wir noch nie dran. Und erstmal sieht es komfortabel aus. Ja, im Moment wird es ja alles so gemalt quasi, dass Grüne und FDP sich einigen müssen. Ja, dass die quasi die kleinen Koalitionsverhandlungen führen und ihre Probleme ausräumen sozusagen, die Abstände überbrücken. Und wenn die das schaffen, dass sie dann im Prinzip sich nur einen großen Partner aussuchen müssen und dann den Kanzlerkandidaten dazu, ja, und den dann ja, zum Kanzler machen und denen sagen können, was sie dann gerne hätten. Vielleicht ist es gar nicht ganz so einfach, ja, aber so grundsätzlich macht das schon irgendwie Sinn, weil der Unterschied, der Abstand doch zwischen Grünen und FDP relativ groß ist, an manchen Punkten, ja, aber nicht bei Cannabis. Also da gab es auch schon so einen schönen Artikel, wo Lindner gesagt hat, Cannabis ist eigentlich der einzige Punkt, wo wir keinen Dissens haben, nichts zu überbrücken haben und so, da sind wir uns einig und bei vielen anderen Fragen müssen wir halt mal schauen. Mittlerweile sieht man ja, dass sie immer mehr Gemeinsamkeiten finden, wundersamerweise. Ja, auf einmal gibt es da Bilder, wo alle total happy und glücklich sind, die Verhandlungen, die Sondierer von FDP und Grünen. Mal sehen, wohin das führt, sieht aber erstmal wirklich gut aus, weil die beiden dann natürlich, wenn die sich einig sind, eine super Verhandlungsposition haben gegenüber eben Scholz oder Laschet, SPD und CDU, gemeinsam da Dinge durchzusetzen, die sie gern haben wollen. Und natürlich, was auch nicht schlecht ist, was gut aussieht, ist, dass natürlich die Cannabis-Legalisierung auch Geld reinbringen würde. Ja, das ist ja auch Teil sozusagen der ganzen Verhandlungen, dass die FDP sagt, keine Aufweichung der Schuldenbremse, ja, keine weiteren Steuererhöhungen, auch nicht, ja, und trotzdem Ausgaben ohne Ende. Ja, fragt man sich, wie das gehen soll, ja, auf der einen Seite. Aber Cannabis könnte halt zumindest einen gewissen Teil dazu beitragen, dass da ein bisschen Geld in die Kasse kommt, sicher auch nicht verkehrt. Trotzdem ist natürlich auch so, dass das global gesehen schon ein Riesending wäre. Ja, also Cannabis-Legalisierung klingt für alle, die hier jetzt seit zig Jahren irgendwie mich hier jede Woche labern hören, jetzt nicht wie was Besonderes, sondern wie eine Selbstverständlichkeit, da Cannabis jetzt legalisiert gehört und zwar sofort und schnell.
Aber global gesehen sind es eben erst zwei Länder, die das haben, Uruguay und Kanada, und in Europa noch gar keins. Insofern ist das ein Projekt für eine echte Reformkoalition. Und ob die zustande kommt, werden wir eben noch sehen. Ja, damit sind ja auch FDP und Grüne angetreten. Richtige Veränderungen in Deutschland. Ja, nach 16 Jahren Merkel-Regierung und CDU-Regierung muss jetzt mal was passieren, muss ein Knack sozusagen jetzt mal kommen und jede Menge alte Dinge aufgebrochen werden und Neues begonnen werden. Da würde super reinpassen, Cannabis zu legalisieren. Bei Jamaika sieht die Sache schon ein bisschen anders aus, ja. Weil bei der Ampel ist ja die SPD sozusagen das Gegenüber, wenn die beiden sich also für die SPD entscheiden. Die SPD hat ja selber im Programm stehen, sie wollen auch eigentlich irgendwie Richtung Legalisierung, aber erstmal Modellprojekte machen und die Konsumenten entkriminalisieren, Herabstufung des Besitzes geringer Mengen von der Straftat zur Ordnungswidrigkeit. Und wenn das nur rauskommen würde bei der Ampel, bei Rot, Grün, Gelb, dann wäre das schon eine Niederlage quasi für Grüne und FDP, fast schon peinlich, weil dann hätten die keinen Kompromiss, sondern hätten 100% SPD-Position. Ja, wenn sie kommunale Modellprojekte zur Cannabisabgabe zulassen, wenn sie den Besitz geringer Mengen zur Ordnungswidrigkeit herabstufen, dann wäre das pure kleinster Nenner, pure SPD-Position und sie müssten rausgehen und uns erzählen, sie haben nichts durchgesetzt an Kompromiss gegenüber der SPD. Da ist also wirklich der Punkt Legalisierung nah dran. Zwei Partner, die volle Pulle Legalisierung wollen und die SPD, die da auch nicht weit von weg ist, ja, echte realistische Chance, wirklich sofort Cannabis zu legalisieren. Bei der Ampelkoalition nicht ausgeschlossen, eigentlich naheliegend. Jamaika haben wir die CSU, CDU gegenüber sitzen, die keinerlei Veränderung wollen, die haben keinen Reformbedarf und Willen. Und ihr habt ja jetzt auch bei unserer Kampagne gemerkt, die Direktkandidaten anzuschreiben. Die meisten von denen halten überhaupt nichts von Legalisierung. Wir haben auch nochmal mit unseren Wahlprüfsteinen bei der CDU nachgefragt und die geben sich da bretthart, ja, genauso wie ihr Wahlprogramm. Dann sind nochmal ausdrücklich gesagt, keine Drogen legalisieren und so. Da wäre das was anderes, obwohl bei der CDU ja auch schon einzelne Leute jetzt vorsichtig so angedeutet haben, mit der Ordnungswidrigkeit könnten die sich vorstellen, auch Frau Ludwig, Drogenbeauftragte. Oder der Vorsitzende vom Gesundheitsausschuss hat sich für Modellprojekte ausgesprochen. Aber es sind einzelne Personen, ja. Bei der SPD ist es ein Mehrheitsbeschluss, dass sie das wollen. Und insofern bei Jamaika mit der CDU wären solche Modellprojekte und Ordnungswidrigkeiten schon ein echter Kompromiss. Da müssten die schon, ja, müsste CDU auf die anderen beiden zugehen. Also da ist eine echte Legalisierung wesentlich unwahrscheinlicher. Logischerweise, ja, jetzt sehe ich jetzt auch für euch wahrscheinlich hier nichts großartig Überraschendes. Theoretisch müssen wir auch damit rechnen, dass doch wieder eine große Koalition zustande kommt. Nämlich dann, wenn einer von den kleinen Partnern aussteigt, wenn die FDP, wie letztes Mal bei Jamaika 2017, sagt so, genug verhandelt jetzt hier, Schnauze voll, ja, wir kommen hier nicht weiter, wir lassen das. Und dann gibt es eigentlich gar keine andere Option mehr, als die große Koalition wieder einzuführen. An dem Punkt ist übrigens auch schade, dass die Linken nicht stärker im Bundestag sind, weil dann wäre natürlich Rot-Rot-Grün auch noch eine Option, die mindestens genauso stark für Legalisierung wäre. Das ist ein bisschen doof, aber immerhin sind die Linken drin. Auch nebenbei mal bemerkt, dass das gut ist. Ja, also habt ihr gut gemacht, dass also die Stimmen da noch da reingeworfen haben bei den Linken und dafür gesorgt haben, dass die halt gerade noch so im Bundestag wieder drin sind. Weil dann haben wir auch eine Legalize-Partei in der Opposition, die sich auch jetzt wie wir hier das ganze Koalitionsgepoker anguckt und aus der Opposition nochmal für Legalisierung Druck macht, damit die auch wissen, sozusagen, wenn jetzt hier nichts passiert, ja, dann haben wir sofort die Opposition am Hals. Wäre nicht so, wenn die FDP, wenn die Linken nicht reingekommen wären. Große Koalition. Wenn wir das dann am Ende noch haben und wie gesagt, einer von beiden aussteigt, ja, und meinetwegen die FDP sagt, Lindner sagt, ja, so inhaltlich sind wir uns jetzt da alle einig, ja, wir wollen jetzt mit Scholz, der SPD ist irgendwie doch doof, wir wollen unbedingt mit der CDU und die Grünen dann meint, könnte ja auch sein, dass die Grünen aussteigen und sagen, Laschet zum Kanzler machen, ja, das könnt ihr vergessen, das machen wir nicht. Dann ist halt große Koalition, da muss die SPD ihre Verantwortung als demokratische Partei da am Ende doch wieder wahrnehmen und da einsteigen. Und wahrscheinlich, na, das ist halt die Frage, was sie dann durchsetzen. Die SPD hat ja eben diese Modellprojekte im Programm stehen und die Entkriminalisierung, die könnten das vehement gegenüber der CDU dann durchdrücken. Aber ja, wie viel Vertrauen habt ihr da in die SPD, dass sie das mit Vollblut machen? Bisher hat das eher den Eindruck gemacht, dass das ziemlich lauwarm ist.
Bei Olaf Scholz sowieso, ja, der war ja ursprünglich mal ganz dagegen. Jetzt hat er mal so gesagt, ja, wenn wir ein bisschen locker machen, können wir uns vielleicht schon, wenn es sein muss, so ungefähr, ja, je nach Koalitionspartner irgendwie offen in alle Richtungen. Positiv bei der ganzen Sache ist allerdings, dass sehr viele junge Abgeordnete jetzt in der SPD-Fraktion dabei sind, sehr viele aus den Reihen der Jusos, die ja traditionell auch Legalisierer sind. Das heißt, so eine Null-Option, keine Veränderung, würde hoffentlich die SPD-Fraktion jetzt in der neuen Zusammensetzung auch nicht mitmachen. Aber trotzdem, ja, das wäre die schlechteste Option. Wahrscheinlich nicht nur bei Cannabis, ja, sondern bei tausend anderen Sachen auch. Da hätten wir halt nochmal weitere Jahre Stillstand, mehr oder weniger an vielen Fronten. Ja, und wie groß diese Motivation jetzt insgesamt noch ist, nicht nur bei der SPD, sondern bei allen, ja, auch bei FDP und Grünen, kann das nicht schaden, wenn da ganz viel Motivation dabei ist, dass sie nicht am Ende doch wieder sagen, wir lassen uns das abkaufen mit der Cannabis-Legalisierung und mit anderen Themen. Da könnt ihr mithelfen bei dieser Motivation, wie wir es hier nach jeder Wahl eigentlich sagen, ja, schreibt den Parteien, warum ihr sie gewählt habt. Die sind jetzt alle drauf und dran, die Wahlanalyse nochmal zu machen. Ja, echte Profis, die dann möglichst viele Infos zusammenkratzen und versuchen rauszufinden, warum sind sie denn eigentlich gewählt worden oder nicht gewählt worden. Ja, wo waren die Probleme, wo waren die Stärken? Da gibt es grobe Umfragen dazu. Manches weiß man zum Beispiel, wie wichtig die Kandidaten waren. Ja, klar, dass die CDU jetzt wegen Laschet ganz viele Stimmen verloren hat. Ja, das kapiert jeder, das wissen die auch. Und dass Scholz das große Zugpferd bei der SPD war, auch klar, ja, das war so richtig starke Personeneinflüsse da. Aber auch die sind natürlich zum Teil auch wegen ihrer Programmatik gewählt worden. Und bei den kleinen Parteien ist der Faktor Programm und Inhalt viel wichtiger als bei den großen. Also so groß die jetzt da noch sind. Und die wollen eben wissen, welche Themen denn jetzt eigentlich, welche Programmpunkte waren denn jetzt entscheidend, warum haben uns die Leute gewählt? Von daher, die wollen jetzt gerade wissen, warum ihr sie gewählt habt. Ja, tut ihnen den Gefallen, schreibt ihnen das. Ihr findet auf unserer Seite unter der Wahlanalyse zur Bundestagswahl die E-Mail-Adressen der Parteizentralen. Also jetzt direkt an die Spitze in die Parteizentrale rein, nachdem wir bisher ja die Kampagne für die einzelnen Kandidaten hatten, die jetzt alle in den Bundestag reinkommen mit ganz vielen Mails im Rücken für Cannabis-Legalisierung. Jetzt nochmal von oben sozusagen hinterher, wo gerade die Analysen laufen, warum sind wir gewählt worden? Sagt Ihnen das. Handverband.de, Wahlanalyse, da findet ihr die Adressen. Schiebt da jetzt mit. Dann haben wir noch insgesamt die Frage, ja, was jetzt da passiert. Ich will das nochmal auf den Punkt bringen, ja, weil jetzt, ich sehe ja die Frage wieder. Kommt jetzt die Legalisierung? Jetzt hast du wieder stundenlang gelabert und hast immer noch nicht gesagt, ob die Legalisierung kommt. Ja, nochmal in einfacher Sprache meine Antwort. Ich weiß es auch noch nicht, ja, ob die Legalisierung kommt. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, aber ich kann euch das jetzt noch nicht beantworten. Deswegen muss ich auch nicht unmittelbar am Tag nach der Wahl irgendein Statement abgeben über die ganzen Social Media Kanäle und euch sagen, ob die Legalisierung kommt, weil ich das da noch nicht wusste und ich weiß es immer noch nicht. Bisschen Flurfunk habe ich noch. Und zwar ein paar Namen, Name-Dropping, ja, wie man so schön sagt. Dirk Heidenblut ist wieder drin. Der drogenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion hat sein Direktmandat verteidigt, ist wieder da. Gute Sache, Glückwunsch an der Stelle. Und schade, dass nicht auch sein Vorgänger Burkhard Blinert es geschafft hat. Der hat sein Direktmandat leider verloren. Die beiden zusammen wären nochmal ein Dreamteam gewesen im Bundestag bei der SPD. Mufassat ist gar nicht angetreten. Dagegen Kappert Gonter für die Grünen als Bremer Spitzenkandidatin locker reingesegelt in den Bundestag. Und Wieland Schinnenburg von der FDP als drogenpolitischer Sprecher ist nicht wieder drin, war aber auch zu erwarten. Der ist ja auch nur als Direktkandidat angetreten und da bei der FDP da in Hamburg irgendwo war klar, die werden da das nicht gewinnen. Aber ausgerechnet er hat bis zur letzten Minute gearbeitet, ja, auch beeindruckend. Der hat jetzt direkt vor dem Wahlwochenende, freitags vor dem Wochenende, nochmal eine Antwort der Bundesregierung veröffentlicht auf eine kleine Anfrage, die er dann noch gestellt hatte. Ja, die kam auch erst in der Woche vor der Wahl. Unglaublich. Da hat er da gefragt nach dem Markt und aus welchen Ländern jetzt alles Cannabis als Medizin kommt und was die Bundesregierung über synthetische Cannabinoide weiß, zum Beispiel. Verlinke ich nochmal hier. Unterm Video.
Dann gibt es auch eine Zusammenfassung, die ich bekommen habe von Wieland Schinnenburg. Die fasst jetzt nochmal zusammen und bringt das auf den Punkt. Die Bundesregierung ist völlig planlos beim Thema Cannabis. Große Überraschung, ja. Zum Beispiel kann die Bundesregierung nicht benennen, wie viel Cannabis in den letzten 3,5 Jahren in Deutschland beschlagnahmt wurde. Ja, das hört dann irgendwo 2017 auf. Da haben sie noch eine Zahl genannt. Und 2018, ja, keine Ahnung, ja, wie viel Haschisch und Marihuana da beschlagnahmt worden ist. Keine Ahnung, das Papier mit den Zahlen hat das BKA aufgegessen oder was, ja. Sagen die einfach nicht. Daniela Ludwig ist wieder reingekommen, Drogenbeauftragte im Bundestag. Die ist zufrieden mit dem Wahlergebnis oder so ähnlich, habe ich in der Überschrift gesehen. Bisschen verwunderlich. Ja, jedenfalls ist sie noch da. Mal sehen. Ja? Wenn ihr nicht alle jetzt Mails schreibt an die Parteien und so, und wenn die FDP wieder den Lindner macht, wer weiß, vielleicht wird sie sogar wieder Drogenbeauftragte. Ja? Mal gucken. Oder bei Jamaika. Nee, glaube ich nicht. Kennst du das auch? Du bekommst immer wieder schlechtes Gras, gar kein Gras oder sogar gestrecktes? Bei einer Legalisierung könntest du jetzt in ein schönes Geschäft gehen, dich beraten lassen und dir eine Sorte aussuchen. Oder gleich im Garten selbst anbauen. Quasi Bio. Du hast den Schwarzmarkt und die Probleme satt? Und willst endlich legales Gras? Wir kämpfen dafür und brauchen dich. Hilf jetzt mit deiner Spende oder Mitgliedschaft und mach mit uns Legalisierung möglich. Für nur 5 Euro pro Monat. Schluss mit Krimi. Cannabis normal. Einfach online anmelden unter www.handverband.de/unterstützen. Link in der Infobox. Wiesbaden. Neues Thema. Mal weg von der Bundestagswahl. Ich habe vor 2 Wochen hier eine Demo angekündigt in Wiesbaden, die Linken organisiert haben und damit begleiten wollten, dass sie einen Antrag im Stadtrat einbringen, im Gesundheitsausschuss, für ein Cannabis-Modellprojekt. Das haben Grüne, Volt und FDP zwar verändert, diesen Antrag, den haben die nicht 1:1 so genommen, aber am Ende hat der Gesundheitsausschuss per Mehrheit beschlossen, dass sie da ein Modellprojekt zur Cannabisabgabe machen wollen. Und da kommt im Prinzip langsam eine ganze Region zusammen, die da im Boot ist, die gemeinsam da jetzt auch voranschreiten will. Offenbach hatte zuletzt auch so einen Antrag verabschiedet. Die wollen mit Frankfurt zusammengehen. Frankfurt hat es im Koalitionsvertrag drinstehen, dass sie so ein Modellprojekt machen wollen. Und mit jeder Stadt, die sowas beschließt, kommen diese Modellprojekte mehr in greifbare Nähe sozusagen. Vor allen Dingen der Druck auf die Bundesebene wird stärker, dass eben auch Kommunen da was ändern wollen, dass es Mehrheiten in den Parlamenten gibt für eine legale Cannabisabgabe. Und eigentlich sind sich dabei auch alle einig, wir brauchen eigentlich die Modellprojekte nicht. Ja, wir können ja auch gerne überspringen und sofort Nägel mit Köpfen machen, sowieso besser. Ja. Aber wenn am Ende doch irgendwie im Bund was mit Laschet rauskommt oder so und das wird alles nichts mit der Legalisierung, ja, dann haben wir immerhin immer mehr Kommunen da vor der Tür stehen, die sagen, ja gut, dann lass uns das jetzt wenigstens mal angehen irgendwie, wenigstens im Kleinen. Schlichtes Beispiel, muss ich auch nochmal sagen, ja, oder ja, das heißt schlecht im Sinne von Koalitionsvertrag, ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, damit ist die Sache noch nicht gegessen, und zwar Luxemburg. Da haben wir jetzt gerade die Nachricht reinbekommen, dass man Abstand nimmt vom Plan, Cannabis zu legalisieren. Das war vor ein paar Jahren eine spektakuläre Nachricht, dass die neue Koalition nach der Wahl in Luxemburg Cannabis legalisieren will. Das erste europäische Land, das so eine Vereinbarung hat im Koalitionsvertrag. Ich habe Luxemburg trotzdem damals nicht dazu gezählt zu unserer Liste der legalisierten Weltbevölkerung, also die Länder und Regionen, die einen komplett legalisierten Markt haben, weil eben noch kein Gesetz da war. Das ist eigentlich der Beschluss, der dann endgültig die Sache besiegelt. Luxemburg hat da jetzt ewig rumgeeiert und Details diskutiert. Dann kam Corona, dann kam nochmal ein Wechsel im Gesundheitsministerium, zuständige Personen weg und andere wieder da und so. Und jetzt sagen sie, Europarecht spricht dagegen. Das ist die Begründung dafür, dass jetzt Luxemburg nicht Cannabis legalisiert, weil Europarecht dagegen spricht. Fragwürdig, ja, fragt man sich, warum haben die das nicht gleich geahnt und gewusst? Und da kommen jetzt gleich die Fragen rein, ja, wieso wollen denn jetzt hier in Deutschland die dann legalisieren? Hier ist auch Europa, oder nicht? Ja, genau. Aber andererseits, warum war das bis jetzt nie Thema? Weil Europarecht da eigentlich weniger eine Rolle spielt. Ich kann da nochmal hier verweisen auf dieses Standardwerk. Die national- und international rechtliche Grundlage der Cannabis-Prohibition in Deutschland von Dr. Nicole Krumdiek.
schon ein bisschen her, aber die hat ganz genau auseinandergedröselt, was denn diese ganzen internationalen Verträge eigentlich sagen. Und die internationalen Verträge auf Ebene der UNO sind tatsächlich ein Problem. Die gestatten keine Cannabis-Legalisierung, überhaupt keine Legalisierung von verbotenen Substanzen, die da in den Katalogen aufgezählt worden sind. Aber es gibt Lösungen. Erste Lösung wäre, auszutreten aus dem internationalen Vertrag, wieder einzutreten mit einer Einschränkung. Das hat Bolivien zum Beispiel so gemacht und haben wegen der Legalisierung von Coca-Blättern in Bolivien als traditionelles, jahrtausendaltes Genussmittel und Nahrungsmittel, haben die das so gemacht. Kanada hat ja auch legalisiert, die haben einfach die internationalen Verträge ignoriert, die haben es einfach durchgezogen. Dann haben die einen bösen Brief gekriegt von der UNO, vom INCB, glaube ich, ja, International Drug Control Board, Dings da Bums da. Die haben gesagt, ihr dürft aber nicht legalisieren. Und ja, die haben den Brief dann weggelegt, ja, Ablage P, und jetzt haben sie legalisiert. Uruguay konnte das, Kanada konnte das, Deutschland kann das auch. Und Luxemburg, weiß ich nicht. Vielleicht haben die sich zu klein gefühlt oder so, keine Ahnung. Man muss natürlich ein bisschen mit den Nachbarn dann auch gucken. Ja, Luxemburg ist ja auch wirklich ein relativ kleines Land. Vielleicht hatten die Angst, dass alle Franzosen und Deutschen gleichzeitig kommen, ja, alle Konsumenten, und da den Luxemburgern auf die Füße stehen, wenn die ihre Shops aufmachen. Keine Ahnung, ja, aber Europarecht ist eine relativ fade Ausrede nach 3-4 Jahren Diskussion, die da hatten. Darauf hätten sie auch vorher kommen können, das ist eigentlich Blödsinn. Aber man muss eben auch sagen, sie wollen nach wie vor den Eigenanbau in kleinem Umfang legalisieren, die Leute anbauen lassen. Und das ist ja auch schon so ein bisschen kleine Legalisierung. Nicht mehr so spektakulär herausragend in Europa, sondern eher so, wie eben manche andere Länder auch den Anbau dulden, Spanien insbesondere. Von daher ist das kleine Luxemburg immer noch viel, viel weiter als Deutschland, zumindest heute noch, nächste oder übernächste Woche vielleicht nicht mehr. Da sind wir weiter gespannt. Jetzt komme ich so langsam an die Termine, aber schleiche mich da ein bisschen langsamer an als sonst, weil ich noch erwähnen will, dass die Ortsgruppe München bei der Caritas in München war, genauer bei der Fachambulanz für junge Suchtkranke oder so ähnlich, kann ich meine eigene Schrift nicht so richtig lesen. Konsumreduktion machen die da, MPU-Vorbereitung machen die da. Und man hat nochmal gesagt, man ist sich einig, dass die Cannabiskonsumenten endlich entkriminalisiert werden sollen. Ja, da gibt es manchmal, wenn die Ortsgruppe interessant ist, ja, und wenn da einer ist, der solche Termine auch mal organisiert und so, da kann man richtig auch mal cool ein bisschen über den Tellerrand gucken und sich Sachen angucken, wenn man sich intensiver für Drogenpolitik interessiert. Habe ich auch schon häufiger gemacht, ja, vielleicht mal einen Drogenkonsumraum besuchen oder so. Ja, und das habe ich erwähnt, obwohl München hier in meiner Terminliste gar nicht auftaucht, ja. München, wie sieht es aus, wenn man neue Termine machen da? Ansonsten, ein bisschen Sorgen mache ich mir um die Oldenburger, ja, die drehen jetzt irgendwie komplett am Rad. Da müsst ihr unbedingt mal vorbeigucken. Entweder haben die irre viel Spaß bei ihren Terminen da oder die brauchen dringend Hilfe. Also von daher, guck mal da nach dem Rechten. Und jetzt die Termine. In Oldenburg, offenes Treffen der DHV-Ortsgruppe, Freitag, 1. Oktober. In Stuttgart, eine Demo, Sonntag, 3. Oktober, am Tag der Deutschen Breitheit. In Oldenburg trifft sich unsere Gruppe online am Sonntag, den 3. Oktober. Heidelberg, Online-Hybrid-Teamsitzung der Ortsgruppe, Montag, 4. Oktober. Braunschweig, Dienstag, 5. offenes Treffen der DHV-Ortsgruppe. Dann in Oldenburg trifft sich die Gruppe zum Hanfschnack am Dienstag, 5. Oktober. Heidelberg, ein Infotisch zum Thema Hanf und bla bla bla, also ein Infotisch, Samstag, 9. Oktober. Und in Oldenburg trifft sich die Gruppe zum Online-Meeting am Sonntag, den 10. Oktober. Und am 12. Oktober, dienstags, trifft sich die Gruppe in Oldenburg zum Online-Stammtisch. Unglaublich, wie gesagt, da guck mal nach. Ja, sag mal, schreib mal in die Kommentare, was da los ist. Und natürlich, abonniert den Kanal, like das Video, beim Kanal abonnieren, Glocke drücken, nicht vergessen. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend und bin voll gespannt, wie das jetzt weitergeht mit der Legalisierung in Deutschland.